So, Rennen Nummer 19 steht an. Es geht in die USA. Mal gucken, was wir da rausholen. Mal schauen, was wir da rausholen. Das ist so eine Strecke, die mir nicht persönlich nicht liegt, aber wir müssen mal wieder so ein bisschen Erfolgserlebnisse sammeln. Und damit sollten wir heute mal ein bisschen wieder anfangen. Naja, es geht euch jetzt noch um die Team-WM. So. Erstmal gucken wir mal die Wettervorhersage. Hey, Qualifying und dran trocken. Sehr gut. Dann gehen wir rein ins erste freie Training hier. Heute an diesem Freitag. Das drittletzte für die Saison 2. So, und ich trinke mir nebenbei noch einen Energy. Ich weiß, sie sind ungesund, aber trotzdem, manchmal muss das sein. Die Ampeln schalten jeden Moment auf grün hier in Austin, Texas. Wir sollten also gleich die ersten Autos auf der Strecke sehen können. Mhm. Willkommen zum freien Training beim großen Preis der USA. Jede Menge Aktivität in der Boxengasse. Wir warten auf das grüne Licht und damit auf den Beginn der Session. Stefan Römer, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Was erwartest du, wenn die Autos dann endlich auf der Strecke sind? Naja, in einer freien Trainingssession kann man sich nie genau sicher sein, welche Strategie die Teams anwenden, wie viel Treibstoff sie im Tank haben und so weiter. Man darf sich auch nicht dazu hinreißen lassen, aufgrund der schnellsten Zeiten auf dem Monitor irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen. Was wir allerdings tun können, ist, in einigen aufeinanderfolgenden Runden auf die Konstanz zu achten. Wenn also jemand die halbe Grand Prix-Distanz zurücklegt und konstant eine halbe Sekunde schneller ist als ein anderer Fahrer, der dasselbe macht, ist das generell ein guter Indikator für ein schnelles und solides Renntempo. Jo, da sind wir. Stehen in der Box, warten, bis wir unseren Einsatz kriegen. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and so. Der vom Medium. So, USA habe ich ja ein Setup. Wie sieht das überhaupt im Komplettwochenende aus? Training 1, Training 2, Training 3, alles rocken, wunderbar. Das heißt, wir haben eine etwas größere Chance, das Ding hier zu packen. Es muss mal wieder ein bisschen was geholt werden. Singapur nicht gewonnen, Japan nicht gewonnen, Mexiko nicht gewonnen. Ja, langsam wird's eng. Was die Team-WM betrifft. Sag ja, USA ist nicht meine Lieblingsstrecke, definitiv nicht. In vielen Rennen immer Pech gehabt auf dieser Strecke, meistens auf dieser Strecke. Gerade was zum Beispiel die Sonntagsliga betrifft, ist es die einzige Strecke, wo ich keine Punkte geholt habe bisher. Da war ja nämlich der 12. Platz am Ende. Leider, alles andere Rennen habe ich ja Punkte geholt. Die Saison auch der Auftakt mit 2 gepunkteten Rennen. Ganz gut, jetzt im dritten Saison auf dritten Rennen am Wochenende in Spanien, also übermorgen. Mal gucken, ob es da wieder Punkte gibt für uns. Morgen noch der Abschluss der Sonntagsliga, unter dem alten Namen auch. Also es geht viel zu Ende. Und dann ist Umstrukturierung angesagt. Naja, mal gucken, wie es dann am Ende aussieht, wo wir landen, mit wem wir fahren. Aber das ist erstmal die Zukunft. Zurück in die Karriere und an den Freitag ins Freitraining nach Austin. So. Schön über die lange Gerade jetzt.
schwanke so ein bisschen zwischen zwei oder drei Teams, wo es dann eventuell nächste Saison sein hingehen könnte. Da flog gerade was dann vorbei. Zwischendurch kann mal Hintergrundgeräusche passieren. Ich bin halt nicht alleine, ne? So. Ja, zur Zwischenzeit der Devin Butler mit 1:39.3, aber die knacken mal die Zeit ohne Probleme. 1:37.8, das sind mal 1,5 Sekunden. Die wir dem Toro Rosso da vorne abnehmen. So, haben wir ein bisschen Vorsprung und die Esses gerettet. Na, es ist das weniger als eine halbe Sekunde. Jetzt haben wir einen dicken Vorsprung rausgenommen mit Lukas Weber, 37,8. Das ist ungefähr ziemlich zeitgleich mit uns. Also wir sind immer noch, wundere mich, dass trotzdem noch auf aber jetzt auf 2 stehen, weil wir die Zeit eigentlich zuerst gefahren haben. Der Renault zeigt gleich aber auf Soft. Bestzeit mit dem Sektor. So, mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Eine Sekunde wird es wahrscheinlich nicht werden, aber etwas drunter. 36,9 ist die nächste Bestzeit. So, Vorsprung auf jeden Fall von 2 Renault. Auch die sind ja theoretisch eine Option für die neue Saison. Mal gucken. Renault, Mercedes, das sind alles Optionen. Red Bull, Ferrari, ja beide nicht. Gucken. Mal gucken, wo es uns in der neuen Saison hinschlägt. Momentan noch die 3 Rennen jetzt mit McLaren genießen. Deshalb wird das definitiv hier nicht. Ja, ich fahre aber die Runde noch zu Ende. Haben wir 3 Runden pro Training, das passt eigentlich soweit. Ja, ein paar Prozent haben die Reifen schon drauf, deswegen auch die Rundenzeit nicht so gut. Wäre 1:37.4 und wir verabschieden uns dann aus dem ersten Training, gehen dann rüber direkt ins zweite. Also da werden wir wahrscheinlich jedenfalls nochmal Medium fahren oder Soft fahren, müssen wir mal gucken. So. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Weber, Vettel und Richter. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende.
Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, gut. Dritter. Dritter. So. Gut, ich muss mal kurz in den mein Auto weiterwickeln. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Wir haben ja genug. Weil die Punkte sind ja eh weg, wenn wir wechseln. So. Ich weiß nicht, aber ist alles schon durch. Ah ne, Reglementänderung, ja. Gut, betroffener Antrieb und Chassis, ja, das sind nur die Linien. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 im Antrieb und einem Chassis, okay. Ja, das kriegen wir noch hin. Das sollte ich diese Saison das Auto noch auf die neue Saison vorbereiten können. Gut, Training 2. So. Rot. Rote Reifen auf dem Auto. Das heißt, wir können es einfach noch die Bestzeit machen. Das ist aber eine halbe Sekunde hinter der Spitze gewesen hinter dem Renault. Und dann knapp vor dem Ferrari, also. Wobei beide auf Rot gefahren sind, also theoretisch ist das möglich. Auch hier. So schön hier. Dieses kleine Kurvengeschlängel hier. So, sollen wir die Team noch gewinnen wollen, müssen wir ja mal wieder gewinnen. Da ist die erste Rechtzeit, die 37,6. Die haben wir. Und zwar mit einer guten Sekunde. So, gut durch die erste Kurve schon mal durch. Besser durch als davor die Runde. Ziehen sie dann noch in den Bereich. Ja, oh, Gasly 36,5, 36,3.
Aber wenn ich die Zeit mitnehmen, sollten wir irgendwo bei vielleicht 35,9 landen. Mit ein bisschen Glück, wenn wir ein bisschen noch mitnehmen. Wirklich verloren, aber 36-1. Auf jeden Fall eine neue Bestzeit. So. Was haben wir zum Hintergrund? Polter sind die Katzen. Wieder erster Sektor. Durchgekommen hier. Mal gucken, was es wird. Zwar mit dicken Vorsprung. 35,5. So. So. Gut. Our best lap so far is a 1:35.5. Dann gucken wir mal, wie sehen die Zeiten aus. Hey, deutlicher Vorsprung, sehr gut. Sehr, sehr gut. Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Gasly und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ist dabei geblieben, sehr gut. Gut, mal gucken, was das dritte freie Training jetzt gleich bringt. Gut, gehen wir rein.
sofort dabei. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So. Gut, dann gehen wir. Zweite Freitraining. So, 35,5 sind wir, glaube ich, eben, oder sind 35,3 sind wir, glaube ich, eben gefahren. So, ne, 35,5, sowas richtig, genau, ja. Und der Vorsprung, der hatte nämlich 36,3. Mal gucken, was wir jetzt hinkriegen mit der Runde. Russell 1,41, ein auf Gelb. Sollte kein Meilenstein von seiner Zeit, die sollte man locker knacken. Ja, wir sind 3 Sekunden schneller momentan. Also die 35,50 kriegen wir definitiv nicht im ersten Versuch hin. 36,7, Gasly auf Rot. Na, 35,9. Dabei. Ah, es kann ja passieren, dass das Fahrerfeld ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Mal gucken, wie es für die neue Saison, Saison 3 aussieht dann. Bleiben die Top-Teams unverändert? Tut sich da auch was? Und wer geht wohin? Das ist natürlich auch mal alles eine große Frage. Das wird sich wahrscheinlich alles in übernächste Woche entscheiden. Also, es ist eine große Überraschung auf jeden Fall für die neue Saison bestimmt. So ein bisschen möglich. Ja, wir müssen noch ein bisschen was rausholen, um die Zeit zu schaffen. Momentan sind wir drittschnellste. Momentan setzen wir die Entwicklungspunkte eher auf die Vorbereitung auf die neue Saison, weil ich selber weiß, dass ich das Auto-Team verlassen werde. Aber ich verliere so trotzdem, wenn ich wechsle, deswegen ist es eh egal. Für 35,7, so ganz an die Spitze kommen wir nicht ran.
So, mal gucken, ob wir die 35 noch mal hinbekommen. Was halten, theoretisch ist es möglich. Schade. Nur die Frage ist, wird es reichen? So. Halbe Sekunde durch den letzten Sektor. Weil die anderen Teile sind auch ganz knapp, wo knapp dran sind. So. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Verstappen und Sebastian Vettel. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Also so kann es auch definitiv im Rennen ausgehen. Dann würde Mercedes mich nur ein Punktchen holen und wir werden wieder vorne vor den vorletzten Rennen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Na gut. Na gut, dann haben wir das Training durch. So. Gut. Und dann schauen wir uns morgen das Qualifying an. Mal gucken, wie es dann ausgeht.